Hi, hier ist deine PTA in Love Week am 11. September und das sind einige unserer Themen. Unangenehmer Geruch bei Metformin, Friedenspflicht für Pflegehilfsmittel verlängert und Melatonin zur Behandlung von Demenz. Dass Arzneimittel charakteristische Gerüche aufweisen, ist keine Seltenheit. Berichte zu einem penetranten, widerlichen und fischigen Geruch bei Metformin haben die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker und das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker genauer untersucht. Ein Auslüften der Tabletten vor der Anwendung kann den Geruch mindern. Wollen Apotheken Versicherte mit Pflegehilfsmitteln und saugenden Bettschutzeinlagen versorgen, ist ein entsprechender Vertrag nötig. Doch den hat der GKV-Spitzenverband gekündigt. Es gilt eine Friedenspflicht für Pflegehilfsmittel bis Monatsende. Diese wurde verlängert, und zwar bis Jahresende. Seit dem 26. Februar darf Albuterolsulfat-Inhalation Aerosol in englischer Aufmachung hierzulande in Verkehr gebracht werden. Grundlage ist eine Ausnahmegenehmigung, die zum 31. August ihre Gültigkeit verlor und jetzt bis zum 28. Februar 2025 verlängert wurde. Laut Bundesrahmentarifvertrag darf die Apothekenleitung bekanntlich Lage und Dauer der Pause festlegen. Wird die Pausenzeit nicht eingehalten, sondern ungefragt überzogen, kann es sich dabei um Arbeitszeitbetrug handeln. Eine Kündigung droht jedoch trotzdem nicht automatisch, zeigt ein Urteil. Der Hype um melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel als Einschlafhilfen ist groß. Doch entsprechende Präparate sind nicht für jeden geeignet, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung kürzlich gewarnt hat. Ein Beispiel sind Schwangere. Demgegenüber soll Melatonin bei PatientInnen mit Demenz laut einer Meta-Analyse für Linderung sorgen können. Unter der Wirkstoffkombination Buprenorphin-Naloxon kann es zum Auftreten von Karies und mitunter tödlichen Vergiftungen kommen. Daher müssen neue Warnhinweise in die Fach- und Produktinformationen aufgenommen werden. Dabei wird auch vor Wechselwirkungen mit Pregabalin, Gabapentin und Co. gewarnt. Tschüss!